Herzlich willkommen zu einer weiteren Meditation auf die großen Arkana des Tarot. Und heute haben wir die Karte Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist die Nummer 14 der großen Arkana, kommt also vor der 16 logischerweise, das war der Turm. Ne? Und die Mäßigkeit erinnert dich eigentlich an Ausgleichen. Wir sehen da einen Schutzengel, einen Engel, der zwei Pokale ausgleicht. Und das ist eigentlich so der Ausgleich der Emotionen, weil Wasser, das Fließen, ja, ist Gefühl und die Kelche sind ja auch Emotion im Tarot. Also die alles Kelche hat immer mit Gefühl zu tun. Und ein besonderes Augenmerk wird da auch gelegt, weil der so ein Quadrat mit einem Dreieck auf der Brust hat. Das Quadrat ist immer Viereck, ist immer Zeichen der Materie. Und Dreieck ist in dem Fall so diese Dreifaltigkeit, Göttlichkeit. Und das Dreieck im Quadrat heißt eigentlich, Gott wohnt in meinem Körper. Und die Karte erinnert dich eben daran, erstens einmal Ausgleich zu halten, Mäßigung zu halten. Also gleiche deinen Körper aus, also die richtige Balance aus Bewegung, Aktivität und Ruhephasen. Die richtige Mischung der Ernährung, die richtige Mischung der Gefühle, nicht zu hoch, nicht zu tief, sondern immer ein Ausgleich. Und natürlich auch, dass dich der geistige Helfer führe, dass dich die ausgleichen, dass dich die begleiten und helfen. Und deshalb werden wir heute bei dieser Meditation auf die Karte Mäßigkeit auch die Schutzengel mit dazu nehmen und deine geistigen Helfer führe. Apropos geistige Helfer und Führer, am 10. November findet in Linz der Kurs Chakra Healing Teil 2 geistige Helfer und Führer statt. Also wenn dich das interessiert, dann freue ich mich natürlich, wenn du dabei bist. Alle Infos findest du in der Beschreibung. So, und jetzt geht's los mit der Meditation. Also, atme mal tief ein und wieder aus und schließe deine Augen. Und mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Und du erlaubst dir jetzt mal ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. In diesen Augenblick einzutauchen. Dein Becken, deine Hüfte entspannt sich. Und du wirst ruhig, sicher und geborgen. Jegliche Aufruhr, jeglicher Stress fließt von dir ab. Und du spürst, dass du immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst, ins Hier und Jetzt eintauchst. Erlaube dir jetzt mal zu sagen, ich vertraue auf meine göttlichen Führer. Ich vertraue auf meine innere Führung. Und ich erlaube mir nun, meine geistigen Helfer und Führer klar wahrzunehmen. Ich lade meine geistigen Helfer und Führer ins Hier und Jetzt, in die Gegenwart ein. Ins Hier und Jetzt, in meine Gegenwart. Ich lade meine geistigen Helfer und Führer ins Hier und Jetzt, in meine Gegenwart ein. Erlaube dir jetzt mal, ganz klar, ganz entspannt, deine Umgebung wahrzunehmen. Erlaube dir auch, die ganz feinen Nuancen wahrzunehmen. Vielen
Viele sagen, dass die geistigen Helfer und Führer ja ein helles, strahlendes Licht sind. Aber lass dich davon nicht irritieren. Nimm einfach mal die Gegenwart deiner geistigen Führung wahr. Ich erlaube mir, die Gegenwart meiner geistigen Führung wahrzunehmen. Und ich bitte nun darum, dass mich meine geistigen Helfer und Führer dabei unterstützen, ins Gleichgewicht zu kommen. Ich bitte darum, dass mich meine geistigen Helfer und Führer dabei unterstützen, ins Gleichgewicht zu kommen. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und nochmals tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal die Wirkungskraft deiner geistigen Helfer und Führer. Um dich herum ist ganz viel Liebe, ganz viel Licht und ganz viel Unterstützung. Um mich ist Liebe, um mich ist Licht, um mich ist Unterstützung. Um mich ist Liebe, um mich ist Licht, um mich ist Unterstützung. Und nun denk einfach mal an einen Lebensbereich, wo du dir Mäßigkeit, Ausgleich wünschst. Das kann körperlich sein, das kann im Familiensystem sein, das kann eine spirituelle Suche sein, das kann dein finanzielles Verhalten sein, das kann was in der Partnerschaft sein. Wo möchtest du Ausgleich, Mäßigkeit finden, dass du nicht mehr so zwischen Extremen pendelst? Denk jetzt einfach an diesen Bereich und erlaube dir, dass du ihn deinen geistigen Helfern und Führern mitteilst. Ich bitte nun um Mäßigkeit in dem Bereich. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bitte nun um Mäßigung in dem Bereich. Und übergib jetzt einfach mal diesen Bereich, wo du das Gefühl hast, nicht in Balance zu sein, deiner geistigen Führung. Also übergib einfach mal den Bereich deiner geistigen Führung, wo du das Gefühl hast, nicht in Balance zu sein. Und deine geistigen Helfer und Führer unterstützen dich. Und bringen dich jetzt in den Bereich, den du angegeben hast, in deine Mitte. Dort, wo zu viel Energie ist, wird die Energie ausgeglichen. Und wo zu wenig Energie ist, wird die Energie einfließen. Also die fließt ganz von selbst ein. Und du spürst nun, dass der Ausgleich, diese Mäßigkeit, sich mehr und mehr in dir und deinem Wesen manifestiert.
Du lässt jetzt sämtliche Dramen los, alle übertriebenen Gefühle, alles, was dich in der Vergangenheit hält, lässt du los und gleichst es auch mit allem, was dich in die Zukunft bringt, aus. Alles, worüber du dich ärgerst, wird ausgeglichen mit Zufriedenheit. Und wo du zufriedlich bist, kommt Energie rein des Ärgers, wo sich das wieder auf ein Niveau einpendelt. Und du spürst die unendliche Kraft und die Unterstützung deiner Helfer und Führer. Und erlaube dir nochmal, diese Energie zuzulassen. Und nun gibst du nochmal jeden Teil, der an dir zweifelt und der an deinen geistigen Helfern und Führern zweifelt, also der Selbstzweifel, wird nun noch einmal von den geistigen Helfern und Führern gelöst. Und bitte auch nochmal darum, dass jeglicher Zweifel von dir genommen wird, dass du absolut klar und kraftvoll mit deiner geistigen Führung kommunizieren kannst. Und jetzt spür noch mal so diese Kraft und diese Energie, die sich in dir manifestiert. Und spür noch mal, wie sich alle Selbstzweifel auflösen. Spür noch mal, wie du klarer wirst, wie du selbstbestimmter wirst und wie diese Selbstbestimmung sich durch deinen Ausgleich wirklich erdet und manifestiert. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du ganz tief in deinem Innersten deine geistige Führung wirklich in dir trägst und deine tiefe Verbindung, einen tiefen Kontakt hast. Und diese Verbindung, diese Stabilität trägst du jetzt weiter. Und du weißt, dass dich deine Helfer und Führer begleiten. Und egal welches Thema dich beschäftigt, egal was dich bewegt, deine geistigen Helfer und Führer sind an deiner Seite und unterstützen dich. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Und spür nochmal die Liebe und die Stabilität. Sehr gut. Und nun ist nochmal zum Abschluss das Thema Eigenverantwortung ganz wichtig. Erlaube dir, sämtliche fremden Energien abzugeben. Du hast eine volle Verantwortung für deine Gedanken und deine Gefühle. Du hast keine Verantwortung für die Gedanken und Gefühle von anderen. Und diese Eigenverantwortung, die erlaubst du dir jetzt nochmal ganz bewusst tief einzuatmen.
Und spür nochmal, wie dich das klarer macht, wie dich das noch mehr mit deinen Helfern und Führern verbindet. Und spüre jetzt mal, dass du körperlich, geistig und auch seelisch in deine Mitte gekommen bist und dass ein Ausgleich stattgefunden hat. Bedanke dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern. Und spür nochmal nach, spür nochmal dieses unendliche Licht in dir. Und nun atmest du nochmal tief ein und wieder aus. Bewegst deinen Körper, streckst dich mal durch, bewegst Arme und Beine. Und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und spür nochmal das Licht deiner geistigen Führung in dir und um dich. Bedank dich nochmal. Du kannst mental da wie eine Kerze anzünden oder mental ein Geschenk einfach auch hingeben. Ein Lichtsymbol oder einfach Danke auf einen Zettel schreiben und das überreichen in die geistige Welt. Und dann streck dich nochmal durch. Und wenn du dich gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar und entspannt. Ja, wie ist es dir bei der Reise zur Mäßigkeit gegangen? Wie fühlst du den Ausgleich? Hast du vielleicht Impulse von deinen Helfern und Führern bekommen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Lass mir wie immer gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und falls du tiefer in die Materie geistige Helfer, Führer eintauchen willst, 10. November in Linz, der Kurs Geistige Helfer und Führer, Chakra Healing Teil 2. Ich wünsche dir alles Gute, eine gute Zeit. Bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Arni. Tschüss. Thank you.